Norbert Segnitz sorgt für einen guten Flug. Der 35-Jährige arbeitet als Abfertiger am Hamburger Flughafen. Das richtige Verladen und Verstauen des Gepäcks, die Versorgung des Flugzeugs mit ausreichend Strom und die allgemeine Kontrolle der Sicherheit gehören zu den Hauptaufgaben des Hamburgers und seiner Kollegen. Auch nach 9 Jahren in seinem Beruf für ihn immer noch spannend. Es ist wie am ersten Tag. Also ich sag ganz ehrlich, wenn ich hier zum Flughafen komme, es knistert immer noch im Bauch, weil es einfach eine interessante Atmosphäre hier ist. Ja, alles, das Ganze drumherum. Ich dachte am Anfang, wenn ich hier anfange, so, ach, hier brauchst du eine spezielle Ausbildung oder musst speziell was studiert haben. Aber ist gar nicht so. Du fängst hier ganz normal als Ladehelfer an, hier kriegt jeder seine Chance. Um zu gewährleisten, dass der Flugbetrieb an den Flughäfen funktioniert, arbeitet eine Vielzahl von Mitarbeitern an den unterschiedlichsten Positionen. Das Ziel, das Ein- und Auschecken soll für die Reisenden möglichst unkompliziert vonstatten gehen. Dabei ist für einen reibungslosen Flug besonders wichtig, dass die Technik immer in Ordnung ist. Dafür sorgen Fluggerättechniker wie Timo Kramer. Turbinen werden auseinandergenommen, gewartet und wieder angebaut. Auch der Check der Bordcomputer gehört zur Arbeit des 33-Jährigen. Viel Verantwortung, für den Techniker aber kein Problem. Für uns ist es halt Tagesgeschäft, man. Also umso länger du den Job machst, umso... Dir ist es zwar bewusst, dass du dir einen sehr verantwortungsvollen Job hast, aber dadurch, dass auch viele Sachen routinemäßig sind, immer wiederkehrende Arbeiten, macht man sich eigentlich über diese Verantwortung, die hintersteckt, gar nicht mehr so die Sorgen. Und Sorgen machen müssen sich die Fluggäste auch nicht. Denn Menschen wie Timo Kramer und Norbert Segnitz sorgen mit ihrer Arbeit dafür, dass am Flughafen wirklich alles rund läuft.